Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Freedom Cry. Ja, ich würde das Spiel immer beim englischen Namen nennen, weil ich Schrei nach Freiheit furchtbar finde als Namen. Warum auch immer alles eindeutschen muss, das bleibt mir ein absolutes Rätsel. Ja, erstmal hier wunderschöne Bemühungsgeräusche. Und dann geht's direkt weiter mit der nächsten Mission. Wobei, hier scheint irgendwie ein Waffentyp zu sein. Toll. So sieht das jetzt in Zukunft aus. Voraussetzungen erforderliche Sklaven befreien. Wir müssen 300 Sklaven befreien für diese Waffe. Beutel. Wir müssen in der Hauptgeschichte vorankommen. Munition, weiß interessiert mich eigentlich nicht. Oder was haben wir hier zur Auswahl? Ja, ganz normale Sachen. Eben. Eben und weil. Weil und eben. Okay, ich habe den jetzt umgebracht, aber es bringt mir nicht wirklich viel. Ja gut, ich muss erst mal lernen, so wie dieses Spiel so insgesamt funktioniert, nehme ich mal an. Die Gefahr durch Piraten ist nun nicht mehr. Na komm. Jetzt befreien Sie den Konvoi. Du hast genug durchlitten. So, befreit. Wie sieht es jetzt hier nochmal aus? Mit dem Konvoi. Ich schulde euch viel. Danke. Hab Vertrauen in dich. Okay, die hätten wir jetzt auch befreit. So leicht kann das auch gehen. Machen wir einfach mal weiter. Wobei. Einen Gentleman lokalisieren. Super, jetzt dürfen wir wieder nach irgendeiner Person suchen. Aber zuvor schauen wir uns das hier mal an. Erstmal wieder einen Überblick verschaffen. Da kommt schon richtig klettern, wenn, dann schon richtig. So. Also muss sagen, bisher macht dieser DLC einen richtig gescheiten Eindruck. Und das soll ja bekanntlich ganz gut sein. Ein gutes Omen. Porto-Prinz, da müssen wir mal schauen, wo das ist. Das weiß ich nämlich nicht. So, dann schauen wir uns hier mal um. Ist hier irgendwo dieser Gentleman?
Ja, das sind nur böse Leute. Aber das will ich ja nicht, ich will hier einen Gentleman. Wo finde ich einen Gentleman? Nirgends. Puh. Ja, wo sind sie denn nun? Ich glaube, ich sollte mich auf den Straßen fortbewegen. Da haben wir dann doch den genaueren Überblick. Puh. Auf der einen Seite ist es auch ziemlich heiß draußen. Das macht mich dann schon ein bisschen zu schaffen, wenn es so um Suchen geht. Komm, dann lege ich mich doch mal mit dem Gesetz an. Vorsicht! Okay, ich glaube, die haben es mittlerweile kapiert. Also, wenn nicht zu spaßen ist. Wo der Gentleman ist, das wissen wir immer noch nicht. Der Gentleman ist einfach sonst wo. Was ist das jetzt? Fass aufheben. Und das da unten, das ist anscheinend auch wieder irgend so eine tolle Sache. Mädchen sind die besten außerhalb von Paris. Und ich sage euch, Guzan hat nur Augen für uns. Desynchronisation, sie wurden entdeckt. Weshalb? Ja, weil ich entdeckt worden bin. Und wir wurden zurückgesetzt. Ganz weit hinten. Okay, das sind anscheinend die Leute, die die Sklaven zurückholen. Und jetzt haben wir ja wieder. Na gut, das mache ich jetzt nicht. Das tut mir jetzt leid. Okay, das ist alles zurückgesetzt worden. Kann man aber auch wundervoll cheaten, was die Sklaven angeht, aber mir wäre es lieb, wenn ich diesen Gentleman finde. Und ich sehe hier nichts als Häuser.
Weit und breit keine Spur von der besagten Person. Also eins sage ich euch, der Part wird nicht beendet, bevor ich die oder der nicht gefunden habe. Jetzt bin ich wieder draußen aus dem Gebiet. Und jetzt... Ich sehe keinen Gentleman. Oh Junge, das könnte schwer werden, du. Habe ich mir dann doch ein bisschen leichter vorgestellt. Da unten ist er ja, oh mein Gott. Madame Josephs Mädchen sind die besten außerhalb von Paris. Ja gut, ich würde mal sagen, Leute, entschuldigt, dass wir dafür jetzt so lange gebraucht haben, aber im nächsten Part verfolgen wir den Gentleman. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet ihr uns. Dafür denkt daran, Freundschaft ist Magie.